Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen Tutorials zu Pro Tools der Firma Avid. In dieser Folge schauen wir uns ein Praxisbeispiel an und produzieren einen kleinen Werbespot. Ihr braucht für dieses Tutorial keine Vorkenntnisse. Ich erkläre euch alles so, dass ihr hier und jetzt loslegen könnt. Viel Spaß! Wenn wir Pro Tools das erste Mal öffnen, sollte es in etwa so ausschauen. Wir sehen also dieses Dashboard hier. Falls ihr das nicht seht, könnt ihr das im File-Menü unter Create New öffnen. Dann geben wir hier oben einen Namen. Ich nenne das mal mein erster Werbespot. Wir achten, dass wir hier auf Local Storage sind. Und dann können wir schon hier unten Create anwählen. Dann solltet ihr dieses Fenster namens Edit Windows sehen. Falls ihr das nicht seht, könnt ihr das öffnen. Hier unter Window könnt ihr Edit anwählen. So, da sehen wir mal das Wichtigste, den Play-Button. Den haben wir zum einen auf diesem kleinen Fenster hier, wie auch im Edit-Window hier ist er auch nochmal. Wenn ihr einer dieser Play-Buttons drückt, startet die Wiedergabe und das erkennt ihr an zwei Dingen. Erstens ist der jetzt fix grün, was uns zeigt, dass er in der Wiedergabe ist. Zweitens läuft hier der Timecode, der uns gerade zeigt, bei welcher Zeit wir uns befinden. Und ihr seht, wie der Cursor hier über die Timeline läuft. Um das wieder anzuhalten, klicken wir die Stopp-Taste. Das Ganze geht auch aber ein bisschen einfacher und schneller, damit wir nicht immer da auf dieses Transportfenster gehen müssen, indem wir die Leertaste drücken. Einmal drücken Wiedergabe, nochmal drücken Stopp. Also die Leertaste eurer Tastatur. Einfach drücken, um die Wiedergabe zu starten. Das erste, was wir machen wollen, ist, dass wir Sprache aufnehmen und dafür brauchen wir eine Spur. Also gehen wir hier auf das Menü Track und wählen da den Punkt New. Das könnt ihr auch machen mit dem Tastaturkommando Shift-Command-N oder wenn ihr auf einem PC seid, mit Shift-Steuerung-N. Dann solltet ihr dieses Fenster bekommen und da sagen wir jetzt, wir wollen eine Spur, man kann also auch gleich mehrere auf einmal anlegen. Es soll eine Monospur sein, ein Audio-Track mit Samples und dieser Spur können wir auch gleich einen Namen geben. Ich nenne das einfach mal Sprache und sage jetzt Create. Hier ist bereits unsere erste Spur. So, und da wollen wir jetzt was aufnehmen. Dazu müssen wir diese Spur scharf machen, sagt man. Ja, was bedeutet scharf machen? Man drückt diesen Record-Button hier, damit sie im Aufnahmebereitschaftsmodus ist. Die blinkt dann so rot und dann wissen wir, dass wir mit dieser Taste, mit der Record-Taste etwas aufnehmen können. Vorher müssen wir aber noch schauen, dass das, was wir aufnehmen wollen, überhaupt in den Channel reingeht. Und dafür brauchen wir das Mischpult und das ist das zweite wichtige Fenster. Neben dem Edit-Window gibt es nämlich das Mix-Window. Das bekommen wir mit dem Tastaturkommando Command ist gleich oder am PC natürlich Steuerung ist gleich. Oder ihr bekommt es hier auch mit unter Window Mix. Das sind genau die zwei Fenster, Edit und Mix. Wir öffnen also das Mix-Window. Und da haben wir wieder diesen Aufnahmebereitschaft-Knopf. Wir haben die Lautstärke dieses Channels, also den Pegelsteller, Volume sagt man auch. Und wir sehen hier, was reingeht in die Spur und wo es hingeschickt wird. Reingehen wollen wir mal, dass unser Mikrofon tut. Bei mir ist das am fünften Eingang des Audio-Interfaces. Möglicherweise habt ihr da viel weniger Channels. Wenn ihr einen Laptop seid, habt ihr vielleicht nur zwei. Dann könnt ihr einfach einen der beiden Channels anwählen, das linke oder das rechte Mikrofon. Zum Testen reicht das auch. Das interne Mikrofon klingt natürlich nicht so schön. Professioneller hat man ein Audio-Interface mit einem professionellen Mikrofon dran. So, ich bin jetzt hier auf Line 5 und sofort sehen wir, dass wenn ich spreche, meine Stimme hier auch ausschlägt. Und das ist gut, weil jetzt sind wir auch bereits in der Lage aufzunehmen. Wir klicken also hier den Record-Button, den Aufnahmeknopf und gleich danach den Play-Knopf. Und jetzt spreche ich mal meinen Werbespot ein. Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen Tutorials zu Pro Tools der Firma Avid. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man einen Werbespot produziert. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß! Um die Aufnahme zu beenden, drücken wir entweder Stopp oder einfach die Leertaste.
Und jetzt haben wir hier schon unsere erste Aufnahme. Und wenn ich jetzt gleich nochmal die Leertaste drücke, dann können wir uns das auch sofort anhören. Play-Knopf. Und jetzt spreche ich mal meinen Werbespot ein. Jetzt wollen wir das als erstes mal ein bisschen größer sehen. Dafür wähle ich mir die Lupe hier aus. Das ist ein anderes Mauswerkzeug. Jetzt seht ihr, wenn ich da mit der Maus hier reingehe in diese Spur, habe ich jetzt auf einmal ein Lupensymbol. Und mit dem kann ich jetzt entweder einmal draufdrücken, um reinzuzoomen, oder ich drücke hier oben, halte gedrückt und ziehe so einen Rahmen auf, um den Bereich, den ich groß sehen möchte, ganz groß zu machen. Wenn ich also nur dieses Detail hier sehen möchte, ziehe ich den Rahmen hier auf, zack, sehe ich das groß. Um wieder raus zu zoomen, kann man aber auch diese Buttons hier verwenden. Den rechten, um weiter rein zu zoomen, den linken, um raus zu zoomen. Oder ihr haltet die Option Key gedrückt, die Alt- oder die Optionstaste auf eurer Tastatur. Mit gedrückter Taste kriegt ihr dann sofort dieses Minus-Symbol, um raus zu zoomen. Oder wenn ich die nicht gedrückt hatte, halte, kann ich wieder reindrücken, um rein zu zoomen. So, jetzt haben wir hier verschiedene Werkzeuge, mit denen wir das Audio bearbeiten können. Man kann also gezielt nur das Selektionswerkzeug oder nur die Hand auswählen. Ich empfehle euch aber, euch gleich von Anfang an anzugewöhnen, hier diese Klammer zu drücken, die über den dreien drüber ist, sodass alle drei blau werden, weil dann könnt ihr alle drei auf einmal verwenden und müsst nicht ständig wechseln. Man muss sich nur merken, wo man mit der Maus hingehen muss, damit man welches Werkzeug bekommt. Ich zoome hier nochmal ein bisschen raus. Wenn ich unten in diesem Clip im unteren Bereich bin, bekomme ich die Hand, oben die Selektion. Mit der Hand kann ich den ganzen Clip angreifen und verschieben. Mit dem Selektionswerkzeug kann ich einen gewissen Bereich nehmen und mit gedrückter Maustaste nach rechts ziehen, um einen gewissen Bereich zu selektieren. Und diesen kann ich dann zum Beispiel löschen mit der Backspace-Taste. Um etwas rückgängig zu machen, wie in jedem Programm, können wir entweder hier oben im Edit-Menü Undo machen, in dem Fall Undo Clear, dann haben wir das wieder. Oder wir drücken Command oder Steuerung Z, um den letzten Schritt rückgängig zu machen. Wenn wir was selektiert haben, können wir das natürlich auch kopieren mit Command C oder auch hier oben im Edit-Menü mit Copy, woanders hinklicken mit dem Selektionswerkzeug und jetzt mit Command V oder auch hier mit Paste oder natürlich ein PC mit Steuerung V können wir es wieder einsetzen, beliebig oft an anderen Stellen. So. Das brauchen wir aber jetzt alles nicht. Ich nehme jetzt nochmal die Lupe, zoome mir den Anfang auf, nehme wieder mein Werkzeug, wo alle drei mit der Klammer verbunden sind und hör mal rein. Klicke ich da rein, damit er ab hier wiedergibt, drücke die Leertaste und jetzt spreche ich mal meinen Werbespot ein. Hi! Jetzt sehen wir, alles, was vor dem hier ist, brauchen wir nicht. Jetzt könnten wir das einfach hier so aufziehen, um es zu löschen. Aber es gibt fast noch einen einfacheren Weg, nämlich dieses Klammerwerkzeug. Das bekommt ihr, wenn ihr hier links an den Rand geht. Jetzt seht ihr, dass die Maus so ein Klammerwerkzeug hat. Also oben die Klammer zum Selektieren. Ich würde das auch Klammer, Selektionswerkzeug nennt sich das. Unten die Hand, wo wir den ganzen Clip angreifen können. Und hier rechts die Klammer, wo wir den Startbeginn des Clips verschieben können. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen direkt hier, ziehen wir das vor auf den Beginn. Hi. Perfekt. Dasselbe machen wir mit dem Ende. Auf meiner Maus scrolle ich jetzt mit gedrückter Shift-Taste nach rechts. Ihr könnt aber auch einfach rauszoomen und hier hinten mit der Lupe wieder reinzoomen. Und jetzt suchen wir mal das Ende. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Die Aufnahme zu beenden. Ist das Ende, das da brauchen wir nicht. Auch hier können wir jetzt, wenn wir diese drei Werkzeuge ausgewählt haben, nach rechts gehen und bekommen diese Klammer und können das einfach hier zuziehen. Das heißt, wir haben schon mal Anfang und Ende perfekt angeschnitten. Das nächste, was ihr machen könnt, ihr könnt einen Fade machen. Das ist auch eine sehr schöne Funktion. Rechts oben bekommen wir dieses Fade-Symbol. Und jetzt drücke ich, halte gedrückt und ziehe nach links und schon habe ich hier einen Fade gemacht. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, wollen wir natürlich nicht. Ich wollte es euch nur zeigen. Aber vielleicht, wir können den Fade jetzt auch wieder verschieben mit dem Klammerwerkzeug. Faden wir aus nach dem S von viel Spaß. Ist oft schöner, als einen harten Schnitt zu machen. Viel Spaß. Sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal den Pegel an. Sowohl, wenn wir den Pegel
in unserem Clip hier in der Timeline anschauen, wie auch wenn wir den Pegel hier anschauen, viel Spaß, sehen wir, dass der eigentlich etwas Hi, mein Name ist Thomas wenig ist. Das ist nicht schlimm, das könnte man so lassen. Ich finde es immer angenehm, wenn man einen guten Pegel hat, dann kann man schöner damit arbeiten. Zunächst mal tue ich die Aufnahme, die noch immer selektiert ist, mal wieder wegdrücken. So, und jetzt gibt es hier links unten diesen Fader, wo 0 dB daneben steht. Und hier kann ich jetzt reinklicken und den ganzen Clip lauter machen. Und ich mache den lauter, lauter und jetzt sehe ich schon, dass er hier an den ersten Stellen über den Cliprand rausgeht. Und da ist die Gefahr, dass er übersteuert. Das wollen wir nicht. Wir ziehen ihn also möglichst laut, aber so, dass er sicher nirgends drüber geht. Bei mir sind das 10 dB, die ich nach oben gehen konnte. Ja, müsst ihr bei euch schauen, wie laut ihr hier werden könnt, damit das besser ausgesteuert ist. Und wenn wir das jetzt wiedergeben, sehen wir, dass er jetzt hier besser ausschlägt. Hi, mein Name ist Thomas Foster. In einem besseren Bereich ist, was immer besser zum Arbeiten ist. Allein schon, weil man die Wellenform hier besser sieht. Jetzt wollen wir da ein paar Plugins draufgeben. Als erstes haben wir noch immer das Problem, dass wir an manchen Stellen, wie hier, so extrem leise sind und an manchen Stellen so laut sind. Das ist nicht gut, wenn eine Stimme zu viel Dynamik hat, gerade in einem Werbespot, der vielleicht auf der Alexa oder im Autoradio läuft, laufen wir Gefahr, dass die leisen Passagen nicht mehr zu verstehen sind. Also brauchen wir ein Plugin. Dafür öffnen wir den Mixer. Habt ihr euch das Tastaturkommando gemerkt? Wie öffnet man den Mixer? Command ist gleich oder am PC Steuerung ist gleich, falls ihr das Tastaturkommando verwechselt, hier kann man den Mixer öffnen. Und jetzt holen wir uns ein Plugin. Wir gehen also auf den ersten Slot von Inserts, gehen hier auf Plugins. Wir wollen die Dynamik einschränken, also gehen wir auch auf die Dynamics. Und bei mir sind da extrem viel Plugins, weil wir hier viel Musik produzieren, haben wir auch viele Plugins von Drittanbietern. Die kann man kaufen, die sind gar nicht von der Firma Avid, die kommen von anderen Firmen. Dann kann man sie installieren und dann scheinen die hier auf und man kann sie in Pro Tools nutzen. Wir wollen aber jetzt ein Plugin verwenden, das ihr sicher habt, weil es von der Firma Avid ist, also von Pro Tools. Das ist der DYN3 Kompressor, also DYN, hier Kompressor Limiter Mono, den wählen wir jetzt aus. Wie funktioniert so ein Kompressor? Wir wählen einen Threshold und alles, was über den Threshold ist, wird komprimiert. Wie stark? Das entscheiden wir mit der Ratio. 3:1 ist gar nicht so schlecht. Das heißt, alles, was über den Threshold ist, wird durch 3 geteilt. Ich gehe jetzt mit dem Threshold mal ganz nach rechts. Dann tut er gar nichts. Und je weiter ich nach links fahre, desto mehr komprimiert er. Und desto leiser wird auch das Signal. Wie stark er komprimiert, sehen wir hier mit dieser dritten Anzeige hier. Da sehen wir das und ihr werdet es auch hören. Ab dem Moment, wo er komprimiert, wird es auch leiser. Machen wir das mal. Schön, dass ihr hier seid. Dafür starte ich das Audio-File nochmal hier von Anfang. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen Tutorials zu Pro Tools der Firma Avid. Ja, wenn ihr zu viel komprimiert, klingt es nicht schön. Wenn ihr zu wenig komprimiert, dann sind die Unterschiede zwischen laut und leise zu stark. Also schauen, dass der hier so ein bisschen ausschlägt, aber das Wichtigste soll immer das Ohr sein und nicht irgendwelche Ausschläge. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen So gefällt mir das mal. Und jetzt holen wir nochmal das Mischpult und holen uns noch einen Equalizer. Wir klicken also auf den zweiten Slot bei Insert, gehen wieder auf Plugins, hier gehen wir auf EQ, das ist die Abkürzung für Equalizer, und der Equalizer von Pro Tools ist der EQ3. Und wo finden wir den hier? EQ3, es gibt einen einbändigen, wir nehmen uns den 7-bändigen. Der schaut ganz schön komplex aus. Das ist der gesamte Frequenzbereich, den man als Mensch hört, von 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Soweit hört man zumindest bei der Geburt, im Alter wird es ein bisschen weniger. Ja, die Bässe, die tiefen Frequenzen sind also links und die hohen rechts. Und das Erste, was wir mal tun können, ist, dass wir einen High-Pass-Filter nehmen, um die ganz tiefen Frequenzen, die wir gar nicht haben wollen, die in der Stimme gar nicht drin sind und von Nutzen sind, rauszunehmen. Dafür schalten wir den erstmal ein. Hier steht In, das muss blau sein, das muss aktiv sein. Und je weiter wir jetzt hier nach oben fahren, desto mehr nehmen wir die tiefen Frequenzen weg, so bis nur noch die hohen überbleiben. Hören wir uns das mal an. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen Ja, wenn wir da bei 1 Kilohertz stehen, dann klingt es ein bisschen wie ein Telefon. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge. So,
Und jetzt fahren wir so weit runter, dass es der Stimme nicht wehtut, dass es ihr nichts Wichtiges wegnimmt. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehr... Ja, bei einer Männerstimme ist das meistens bei 110 Hertz, oder Entschuldigung, bei um die 100 Hertz wollte ich sagen. Bei einer Frauenstimme kann es durchaus auch bis 200 raufgehen. So, aber achtet darauf, dass ihr der Stimme nichts Wichtiges wegnehmt. Ihr könnt immer hier das Ein- und Ausschalten und schauen, was es tut. Ich gehe jetzt hier nochmal auf 12 dB pro Oktav. Ihr seht, dann ändert sich die Steilheit des Filters. Seht ihr in der Grafik. So wäre es noch extremer. Gehen wir mal auf 12. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen Zu... Ja, tut ihr nicht weh der Stimme und wir kriegen die unschönen, tiefen, plopplauten Frequenzen ein bisschen los. So, wie man einen EQ einstellt... kann ich euch nicht für eure Stimme genau sagen, weil es hängt davon ab, wie euer Sprecher klingt, wie euer Mikrofon klingt und wie nah der Sprecher am Mikrofon ist. Wenn der Sprecher extrem nah am Mikrofon war, habt ihr viele Bässe. Vielleicht müsst ihr dann die Bässe reduzieren. Wenn er weit weg war, dann habt ihr vielleicht zu wenig Bässe und müsst mehr Bässe reindrehen. Das müsst ihr hören. Die Bässe bei einem Mann finden wir jetzt mal, sage ich mal, grob unter 200, 250. Bei einer Frau müsst ihr vielleicht weiter raufgehen. Und wir tun das mit dem Low Shelf EQ. LF ist das hier, Low Frequency, abgekürzt. Das ist ein Low Shelf EQ. Der hebt, und jetzt nehme ich unseren High-Pass-Filter nochmal raus, der hebt die tiefen Frequenzen bei einer gewissen Frequenz an, ab einer gewissen Frequenz, oder senkt sie ab. So, wir haben den also auf 200 gestellt und jetzt schauen wir mal, was da passiert, wenn wir da reindrehen oder rausdrehen. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen zu... Kleiner Sprechfehler. Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge... Ja, in meinem Fall würde ich sogar eher ein bisschen was rausnehmen. Oft ist es bei einer Stimme sinnvoll, damit sie nicht mumpfig klingt, da so ein paar unschöne Frequenzen bei 500 rauszunehmen. Könnt ihr mal probieren, ob es besser wird, wenn ihr da ein bisschen... Mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge rausnehmt. Und ich gebe hier sogar noch ein bisschen was bei 2 kHz rein. Bei 1, 2 kHz, da liegt so die Verständlichkeit. Mein Name ist Thomas Foster. Das ist immer schön, ein bisschen was reinzudrehen. Und hier haben wir noch ein High-Shelf-EQ. Da können wir ab einer gewissen Frequenz ein bisschen was reindrehen. Da sage ich mal, das sind so die Präsenz der Stimme. Ich drehe mal bei 8, 9 kHz ein bisschen was rein. Mein Name ist Thomas Foster. Und das ist die erste Folge eines mehrteiligen zu... Ja, das sind so die Werte, an denen man als erstes gern mal an einer Stimme dreht. Aber nochmal... Kopiert nicht einfach meine Einstellungen, sondern bei jedem Regler hört, ob ihr was dazugeben oder was wegnehmen müsst, damit sie schöner klingt. Es empfiehlt sich, wenn man unsicher ist, auch gerne mal einen anderen Werbespot herzunehmen, von dem man weiß, dass er gut klingt und Vergleich zu hören, wie man im Vergleich zu dem klingt. So, jetzt haben wir viel schon für unsere Klangeinstellung gemacht und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir diesen Schnittfehler hier rausbekommen. Hi. Dazu klicke ich hier oben rein. Kleiner Sprechfehler. Genau, da ist das. Da zoomen wir also mal rein, den Bereich, den wir hier brauchen. Und dann schauen wir mal, wo es hier weitergeht. Kleiner Sprechfehler. Eines mehrteiligen Tutorials. So, das schneiden wir mal an. Da schneide ich einfach ein bisschen was raus, damit mal der Startpunkt wieder angeschnitten ist. Und jetzt suchen wir eines mehrteiligen Tutorials hier. Und das ist die erste Folge eines mehrteiligen. Genau. Also gehe ich hier ins Eck, jetzt haben wir das falsche Werkzeug, dafür brauchen wir das mit der Klammer und kann jetzt hier alles wegnehmen, was wir nicht brauchen. Und jetzt klicke ich hier unten rein, wo ich die Hand bekomme und schiebe das dahin, um die Lücke wegzumachen. Erste Folge eines mehrteiligen Tutorials. Perfekt. So, jetzt zoomen wir wieder ein bisschen raus. Das nächste, was wir brauchen, ist Musik. Dazu durch die Sprache erst nochmal ausschalten. Ausschalten können wir hier mit dem Mute-Schalter. Es gibt hier auch einen Solo-Button, wenn ihr mehrere Spuren habt und ihr wollt nur eine hören, dann macht ihr das mit dem Solo-Button, um eine Spur auszuschalten, sodass ihr sie nicht hört. Drückt ihr das M, jetzt ist es orange, also aktiv. Wir hören also diese Spur jetzt nicht mehr. Sie spielt zwar noch, sie schlägt aus, aber wir hören sie nicht. So, wir brauchen eine neue Spur. Wir gehen auf Track, New oder nutzen das Tastaturkommando Shift, Command oder Steuerung N. Diesmal wählen wir eine Stereospur und nennen sie Musik. So, die Musik ziehen wir uns aus dem Finder rein oder aus dem Explorer, also aus unserem Betriebssystem.
Und das ist hier mein Soundfile, meine Musik. Und die ziehe ich jetzt einfach mal hier in diese Spur rein. Und hören wir mal, ob die auch wieder gibt. Ja, das ist die Erkennungsmelodie meines YouTube-Channels. Und jetzt schauen wir mal, dass wir dieses Audio-File ganz an den Anfang stellen, so dass es hier links ansteht. Und jetzt überlegen wir uns mal, wo wir wollen, dass die Sprache anfängt. Hier in etwa könnte sie beginnen. Also selektiere ich dieses erste Clip hier und mit gedrückter Shift-Taste nehme ich noch das da hinten dazu. Und jetzt kann ich das beides zusammen da nach vorne ziehen. Hören wir nochmal ab hier. So, jetzt schalten wir es wieder ein, damit wir es auch hören. Position ist gut. Jetzt haben wir das Problem, dass die Musik viel zu laut ist. Also holen wir uns mit Command ist gleich das Mischpult. Die Musik am zweiten Channel, die ziehen wir jetzt mal auf ungefähr minus 15. Und dann fahren wir sie langsam rein und suchen die Lautstärke, wie sie unter der Sprache angenehm ist. Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines mehrteiligen Tutorials zu Pro Tools der Firma Avid. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man einen Werbespot... Ja, sagen wir mal, das ist gut so. Ist ja letztendlich auch ein bisschen Geschmackssache. Wichtig ist, dass man die Sprache natürlich gut versteht und dass es nicht anstrengend ist, der Sprache zuzuhören. So, wenn wir uns das jetzt nochmal von Anfang an anhören, stellen wir fest, etwas, was mich stören würde, die Musik ist so leise. Unter der Sprache hat sie jetzt die richtige Lautstärke, aber hier vorne, damit wir kein Loch haben, wäre es natürlich gut, die ist etwas lauter. Hi, mein Name ist... Dafür brauchen wir eine Automation. Und die Automation kriegen wir, wenn wir diesen kleinen Button hier, Show Hide Automation Lanes, also zeige die Automationslinien, den klicken wir. Und jetzt wechseln wir zum ersten Mal wirklich auf die Hand. Also nicht die Klammer mit allen Werkzeugen, sondern nur die Hand. Die ist ganz praktisch, um Automationen zu machen. Und da fixieren wir mal die Lautstärke der Musik, kurz nachdem die Sprache begonnen hat und kurz bevor sie fertig ist. Und hier vorne ziehen wir sie nach oben. Und ja, ich gehe mal auf knapp unter 0 dB. Und hier vorne den Punkt ziehen wir auch auf knapp unter 0 dB. Und dann hören wir mal. Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist die erste Folge eines... Gar nicht schlecht, vielleicht nicht ganz so schnell. Mit der gedrückten Alt-Taste oder Option-Key können wir Punkte wieder löschen. Ihr seht auch, jetzt hat dieser Finger so ein kleines Minus. Und wenn ich jetzt da drauf drücke auf den Punkt, wird der gelöscht. Und dann hören wir gleich mal ab. Jetzt müssen wir das Werkzeug wieder wechseln. Hi, mein Name ist Thomas Foster und das ist... Ja, ist dann ein bisschen Spielerei, damit das perfekt klingt. Oft ist es gut, auch noch eine kleine Bewegung an der Stelle, wo wirklich die Sprache beginnt zu machen. Hi, mein Name ist Thomas Foster. Ja, so passen wir das jetzt mal. Jetzt könnten wir die Musik hier hinten einfach ausblenden. Die schickere Variante ist natürlich, dass wir das Ende der Musik uns nehmen. Und dafür nehme ich das Selektionswerkzeug, mache hier einen kleinen Schnitt und ziehe das hier mal alles zu. Ganz grob mache ich das und ziehe das Ende hier nach vorne. Mit der Lupe zoome ich hier wieder rein. Und jetzt schauen wir, dass der Schluss vielleicht genauso sitzt, dass er am Ende der Sprache kommt. Viel Spaß! Viel Spaß, Bumm, Akzent. Das gefällt mir viel gut. Viel Spaß. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Übergang der Musik. Ich gehe wieder auf die Klammer, um alle Werkzeuge zu haben und schaue, dass die sich überlappen. An der Stelle muss ich dazu sagen, man kann das natürlich noch perfekter machen, als wir das jetzt machen. Man kann es rhythmisch machen, aber das schauen wir uns in einem anderen Tutorial an. Jetzt gehen wir den leichten Weg. Ich selektiere den Bereich des Übergangs und klicke Command F oder Steuerung F, um einen Fade zu machen. Da wähle ich hier den Equal Power aus, nicht den Equal Gain, sondern Equal Power. Ja, alternativ zum Tastaturkommando könnt ihr hier auch auf das Edit-Menü gehen und hier unten Fades auswählen. Und hier Create Fade, das ist das, was wir mit Steuerung F oder Command F gerade gemacht haben. Hören wir uns das mal kurz an. Produziert. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Obwohl es ein unrhythmischer Schnitt ist, dadurch, dass die Musik unter der Sprache diesen Übergang macht,
merkt man es fast gar nicht. Jetzt könnten wir sagen, wir sind fertig, aber wir wollen ja, wenn wir wissen, was die Werbesekunde kostet in vielen großen Radiosendern, wissen wir, dass wir das da hinten nicht so lange laufen lassen können. Also schauen wir, dass wir die Klammer kriegen, um das hier zuzuziehen und machen jetzt hier einen schnellen Fade. Und wir wollen auch, dass die Lautstärke wieder nach oben geht. Also nehme ich mir die Hand und drehe hier wieder ein bisschen auf. Und jetzt hören wir uns das Ganze hier das Ende an, ab hier. Viel Spaß. Ja, mir reißt das noch ein bisschen zu sehr nach oben. Vielleicht probieren wir es mal noch schneller. Vielleicht viel Spaß. Das ist sogar besser. So, jetzt haben wir noch ein Problem. Der Pegel der gesamten Stereosumme, den haben wir nie kontrolliert. Wie laut ist denn jetzt unser gesamter Werbespot? Dafür brauchen wir einen Master Channel, damit wir das kontrollieren können. Wir gehen hier also auf Track, New und wählen diesmal wieder Stereo, aber keinen Audio Track, sondern einen Master Fader. Der Name Master passt mir sehr gut. Wir sagen Create. Und dann sehen wir, während hier nur die Sprache ausschlägt, auf der Sprachspur, auf der Musikspur nur die Musik ausschlägt, am Master schlägt beides aus. Ja, eines mehrteiligen Tutorials zu Pro Tools schlägt die hier auch aus. So. Und was wir jetzt brauchen, ist, damit wir A, möglichst laut sind, aber B, nicht übersteuern, ein Tool, das den gesamten Pegel ein bisschen kontrolliert. Und dafür geben wir in den Master, den wir jetzt hier auch im Mixer bekommen haben, gehen wir mal auf Multichannel Plugin, auf Dynamics. Und was wir brauchen, heißt Maxim. Kommt von Maximizer, weil wir den Pegel maximieren, ihn so stark machen, wie es geht. Und der funktioniert ähnlich wie unser Kompressor. Je weiter wir hier runterziehen, desto lauter wird alles. Aber irgendwann sehen wir, dass er zum Komprimieren anfängt. Das sehen wir dann hier. Und wenn er zu viel komprimiert, ist nicht mehr schön. Ich zeige euch das mal. Eines mehrteiligen Tutorials zu Pro Tools der Firma Avid. Ihr merkt schon, das klingt gar nicht mehr schön. Also schauen, dass ihr da einen leichten Ausschlag habt. Das ist 2-3 dB, darf es schon mal sein an der lautesten Eines Stelle. Eines mehrteiligen Tutorials zu Pro Tools der Firma Avid. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie man einen Werbespot produziert. Schön, dass ihr hier seid. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, ihr könnt hier immer wieder mal drauf drücken und dann seht ihr, wie stark er jetzt tatsächlich komprimiert. Und wenn da 1-2 dB stehen, dann ist erstmal alles gut. Da stellt ihr den Ausgangspegel ein, den würde ich auf ein bisschen runtergehen, dass ihr nicht ganz auf 0 oben seid. Ich mache immer minus 0,1, also ganz dezent. So, und jetzt ist unser Werbespot eigentlich fertig. Den können wir zum einen speichern, das würden wir hier mit Save machen oder Save As. Dann speichern wir diese Pro Tools Session mit den beiden Spuren und den ganzen Plugins. Aber unserem Kunden wollen wir natürlich kein Pro Tools File übergeben, sondern ein Stereo File, ein Audio File, das er sich anhören kann. Also müssen wir das Ganze als Audio exportieren. Bouncen sagt man auch. Dazu selektiere ich mal hier den letzten Clip und mit gedrückter Shift-Taste den ersten Clip, damit die Gesamtdauer selektiert ist, den Bereich, den ich exportieren möchte. Jetzt gehe ich hier auf Bounce to Disk und jetzt kann ich hier verschiedene Einstellungen machen. Zunächst mal wollen wir unsere Stereo-Summe Mono Left Right, das heißt nicht Mono, das heißt Monitors Left Right, was in dem Fall das Richtige ist, exportieren. Da können wir sogar sagen Add MP3, also ich mache noch einen MP3-File dazu. WAV-File ist meistens das Richtige, was wir brauchen, das können die meisten abspielen. Vorsichtig, Multiple Mono, da würde jetzt zwei Files machen, eins für links, eins für rechts, das ist manchmal sinnvoll, aber um es unseren Kunden zu begeben, machen wir ein Interleaved, also ein Stereo-File, das ja nur ein File ist, aber Stereo ist. Ja, zum Mal reinhören reicht sowieso 16-Bit aus. Wenn ihr es an ein anderes Studio begebt, dann eher 24-Bit. Da können wir den Namen nochmal ändern, aber ich lasse den jetzt. Ihr könnt mit Directory die Position festlegen. Ja, sagen wir mal, wir machen das auf den Schreibtisch. Ich gehe also auf den Desktop, so. Und jetzt können wir noch sagen, ob wir es hören wollen. Dann würden wir hier das Häkchen weggeben. Wenn wir offline machen, dann geht es schneller, aber wir hören es nicht. Das mache ich ganz gern, weil anhören kann ich es mir dann eh nochmal. So, jetzt kommt nochmal ein Fenster, wo ich Einstellungen für mein MP3 machen kann, aber ist erstmal alles gut so.
und es geht sehr zügig, schneller als das Abspielen geht. Und wenn ich jetzt auf den Desktop gehe, dann habe ich hier ein WAV-File, also in hochauflösender Qualität, und ein MP3, was ist, wenn ich es meinem Kunden mal schnell schicke, dass er am Handy kurz reinhört, dann ist natürlich das MP3 besser, weil es weniger Megabyte hat. Das sehen wir auch hier. 6 Megabyte hat unser WAV-File, das unkomprimiert, also in guter Qualität ist. Genauso gut fast anhören tut sich aber das MP3. Den Unterschied kann man wirklich nur auf sehr guten Boxen hören und hat weniger als 1 Megabyte. Deshalb ist das das geeignetere. Mein Name ist Thomas Foster und das ist hier mein YouTube- bzw. Facebook-Channel, auf dem sich alles um das Thema Musikproduktion dreht. Hier findet ihr Videos zu den wichtigsten DAWs, also Musikprogramme wie Ableton Live, Cubase, Logic, FL Studio und viele mehr, sowie die wichtigsten VST-Plugins. Einmal im Monat erscheint auch die Serie Der Sound der Charts in Kooperation mit den Zeitschriften Keys und Recording Magazin, in der ich euch in jeder Folge ein neues Detail zeige, wie man den aktuellen Sound der Charts produziert. Um keins meiner Videos zu verpassen, abonniert bitte meinen Channel. Nicht vergessen, die Glocke zu klicken, damit ihr auch über neue Videos informiert werdet. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen zu diesem Video oder zum Thema Musikproduktion habt, schreibt mir diese einfach in die Kommentare. Ich werde euch alle Fragen beantworten. An der Stelle sage ich, danke fürs Dabeisein, immer schön kreativ bleiben. Cheers!